Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute möchte ich mich mit den Score Streaks aus Black Ops 3 beschäftigen, bisschen drüber quatschen, also über die, die wir schon kennen. Und die allererste, die wieder drin sein wird, ist natürlich die UAV, also die Drohne. Ist natürlich ganz klar, die gibt es in jedem Call of Duty. Ist auch einfach unentbehrlich, logisch, dass die wieder drin sein wird. Das nächste, was wir haben, ist die HCXD. Das ist sowas wie die RCXD, also dieses kleine fahrende Auto aus Black Ops 3 mit dem Sprengsatz. Wurde hier halt umbenannt in HCXD, ist halt in diesem Fall so ein rumschwebendes Teil, was halt auch explodieren kann und womit man dann halt Kills machen kann. Das nächste, was wir haben, ist wieder etwas anders, aber auch nicht so neu, das heißt The Wrath, ich hoffe, ich habe es auch richtig ausgesprochen, ist so ähnlich wie die Dragonfire aus Black Ops 2, ihr seht es hier gerade im Hintergrund, im Trailer sieht man das ganz kurz, das Gerät fliegt halt so über die Map, man kann Kills machen und ja. Das nächste, was wir haben, das ist die krasseste Killstreak, die es gibt. Die heißt Mothership. Von der gibt es noch keine Bilder, aber man hat sie in der Pre-Alpha schon spielen können. Also die Leute, die eingeladen wurden, um es zu zocken. Und das ist halt so die krasseste Streak. Man kann diese Streak zu dritt kontrollieren. Das heißt, drei Spieler können dieses Mothership halt besetzen und dann von oben auf die Map feuern. Und ja, laut den Leuten, die es gezockt haben, ist das eine extrem starke Streak. Und das nächste, was wir haben, ist die RAPS, also R.A.P.S. steht für Robotic Anti-Personal Sentry. Das ist was, das sehen wir auch im Trailer, ich zeig's hier gleich kurz eingeblendet. Das sind diese rollenden, stachelbesetzten Kugeln, die über die Map flitzen. Ist so eine mittelgute Streak, macht jetzt nicht unendlich viele Kills, aber schon den einen oder anderen. Und was ich wirklich echt cool finde, es gibt eine neue Streak, die heißt GI Unit, also eigentlich so wie die Hunde aus Black Ops 2. Nur, dass man in diesem Fall nicht Hunde, sondern einen Soldaten hat, der einen unterstützt. Also der wird zu einem zum persönlichen Beschützer, zum Bodyguard praktisch. Da bin ich echt gespannt drauf, wie diese Streak aussehen wird. Wird er einen dauerhaft begleiten? Ist es nur einer oder mehrere, die, was weiß ich, die man 30 Sekunden hat, die einen dann einfach beschützen und in alle Richtungen auf die Gegner feuern und so weiter? Würde mich auf jeden Fall echt mal interessieren. Mich würde auch interessieren, was ihr von den bekannten Score-Streaks haltet. Und mich würde auch interessieren, was ihr euch noch wünschen würdet. Habt ihr eigentlich neue Ideen für Score-Streaks? Sachen, die es noch nie gab, die ihr euch aber irgendwie schon immer gewünscht habt? Schreibt es einfach mal in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Ciao!